So, los geht's. Sie müssen uns jetzt alle hören. Da sage ich gleich zum Anfang mal, wenn Sie uns hören können, dann bitte kurz in den Chat schreiben, dass der Ton okay ist, damit wir auch wissen, dass alle dabei sind. Herzlich willkommen schon mal an alle, die da sind. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Webinar Hallo Digitalisierung. Wie Sie sehen können, ich bin nicht Frank Wolf. Er konnte leider heute nicht dabei sein. Mein Name ist Sina K. Lockley. Sie kennen mich vielleicht. Ich schreibe Ihnen immer die E-Mails zum Thema Webinar. Ich organisiere das Webinar. Ich arbeite seit über einem Jahr bei Staffbase im Marketing und heute ist bei mir Nancy Mönch, die Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Sparda Bank. Hi, Nancy. Hallo in die Runde. Schön, dass Sie da sind. Ich sage kurz, bevor wir loslegen, was zum Organisatorischen. Wir haben heute 30 Minuten Zeit. Davon sind 5 Minuten am Ende für Fragen. Die Fragen können Sie ganz normal hier unten im Chat stellen, so wie Sie jetzt halt auch schon geschrieben haben, dass Sie den Ton gut hören können. Sie können auch Fragen zwischendurch stellen. Wir versuchen immer darauf zu achten und zu gucken, dass wir alle Fragen zu beantworten. Wenn irgendwelche Fragen unbeantwortet bleiben, wir gucken uns das Ganze danach auch an und meine Kollegen treten dann per E-Mail mit Ihnen in Kontakt. Viele von Ihnen sind ja auch schon mit meinen Kollegen in Kontakt. Da wird auf jeden Fall nichts vergessen. Aber wir haben auf jeden Fall diese 5 Minuten am Ende und da können Sie dann Bildfragen stellen, wie Sie möchten. Eine Aufzeichnung des Webinars schicke ich am Freitag rum. Da gibt es dann die Aufzeichnung und hier die Präsentation, sodass Sie alles haben. Ich sehe gerade, Frau Tito sieht ne hört nichts. Chat, wir haben noch 1 Minute. Wenn Sie Probleme haben, dann geht es oft besser im Google Chrome. Ich schreibe das mal kurz hier rein. So, genau. Genau, und dann legen wir auch schon los hier mit der ersten Folie. Ganz kurz zu Staffbase. Wer es noch nicht, uns noch nicht kennt, Staffbase ist ein Startup 2014 gegründet, also inzwischen 3 Jahre alt. Wir haben inzwischen über 50 Mitarbeiter. Ganz lustig, ich habe mir heute Morgen ein Webinar angehört, nochmal von Mai, da waren wir noch 27. Das zeigt ganz schön, wie viel wir wachsen. Wir haben 3 Standorte inzwischen, Chemnitz, Dresden und New York und über 175 Kunden weltweit. Und über 20 Partner auch weltweit. Das ist ganz schön zu sehen, dass das Thema mobile Kommunikation so wichtig wird und so viele Unternehmen weltweit das annehmen. Und da möchte ich auch gleich übergehen zu Nancy, die heute bei mir Kunden, also bei uns Kundin ist und die heute bei mir Gast ist. Ich freue mich, dass du da bist, Nancy. Magst du uns vielleicht ganz kurz dein Projekt Hallo intern vorstellen? Ja, also die Sparda Bank Berlin ist, wie der Name schon sagt, eine Bank. Wir betreuen 500.000 Kunden, haben 750 Mitarbeiter und ein Marktgebiet, was tatsächlich von der Ostsee bis in den Thüringer Wald reicht. Man könnte auch sagen, es ist ganz Ostdeutschland. Ja, 25, 27 Jahre nach der Teilung mag man es manchmal nicht in den Mund nehmen, aber es ist tatsächlich Ostdeutschland, zumindest von den regionalen Grenzen. Und die Aufgabe bestand, die interne Kommunikation auf neue Beine zu stellen, denn das herkömmliche Medium bei der Sparda Bank Berlin war bislang die E-Mail. Wir haben weder ein Intranet, wir haben modern und zukunftsfähig verdient. Wir arbeiten mit Lotus, was wir als Datenbank nutzen, aber da fehlen diese Komponenten wie gemeinsame Arbeitsräume, Interaktion, also all das, was Spaß macht und agiles Arbeiten unterstützt, gibt es nicht. Dann gab es weder eine Mitarbeiterzeitung noch eine Kundenzeitschrift und dann war schnell klar, dass wir was brauchen, was schnell ist, nicht so teuer ist und modernen Anforderungen standhalten kann. So, Und da sind da wir war, wo du dann dann auf einer. genau. Da sind wir in Chemnitz fündig geworden, tatsächlich auch über einen Flyer von Staffbase, der in einem
in einer Banklektüre drin lag. Insofern, ja, Print ist nicht tot. Uns hat es an der Stelle geholfen und waren dann ziemlich schnell sicher, dass wir genau das wollen und haben innerhalb kürzester Zeit, konkret in 5 Monaten, die App zusammen entwickelt, nach unseren Vorstellungen kreiert und dann hier für Unternehmen, für alle Mitarbeiter freigeschalten. Und ihr habt noch andere Kanäle in der internen Kommunikation. Vorher lief das hauptsächlich über E-Mail. Wie ist da der Mix bei euch? Also Hauptsächlich über E-Mail hat ja tatsächlich den Nachteil, dass ich dort weder Geschichten erzählen kann, noch Platz für Hintergründe, für zusätzliche Informationen, für schnelle Informationen habe. Auch das Medium Video, was wir verstärkt einsetzen, kommt über den Kanal natürlich nicht besonders gut. Und wir brauchten tatsächlich ein zentrales Kommunikationsmedium, mit dem wir alle Mitarbeiter gleichzeitig erreichen und Informationen auch auf andere Art und Weise zur Verfügung stellen können. genau, und da wurde Hallo intern gelauncht. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr da bezahlt? Wie sieht es bei euch mit den Nutzerzahlen momentan aus? Jetzt im Februar habt ihr gelauncht, nach fast 8 Monaten. Genau, wir haben am 14. Februar als Liebeserklärung an den Laden Hallo intern, unsere Mitarbeiter-App, quasi veröffentlicht. Und haben jetzt eine Nutzer, also eine Anmeldequote von 95%. Wir sind nicht die typischen App-Nutzer oder nicht die typischen Kunden, die Stuffbase sonst glücklich machen kann mit ihrer Lösung, denn unsere Kollegen haben tatsächlich alle Zugang zu einem Rechner. Das heißt, die App auf dem Smartphone oder auf dem Tablet ist bei uns optional. Eine zusätzliche Möglichkeit, die digitale Mitarbeiterzeitung dann zu konsumieren, wann und wo man es selber möchte. Und ihr habt mit der App viele Herausforderungen für das Kommunikationsteam gelöst, soweit ich weiß. Was sind da Themen oder Probleme, mit denen ihr euch beschäftigt? Also wir haben zurzeit ein größeres Projekt. Wir wechseln mal eben das Rechenzentrum. Das hört sich ganz niedlich an und ganz praktikabel, aber das ist tatsächlich mit einem größeren Vorlauf verbunden und gleich der Operation am offenen Herzen. Und da gilt es natürlich zu informieren, Zusatzinformationen den Kollegen bereitzustellen, Hintergründe zu erklären, komplexe Themen einfach auch mal also aufs Wesentliche zu reduzieren. Dann natürlich auch aufgrund der Größe des Marktgebietes auch das Wir-Gefühl fürs Unternehmen stärken, einfach mal Gesichter zeigen, Menschen auch persönlich vorstellen. Das heißt, das berufliche Informationen mit persönlichen zu mischen. Wir stellen neue Mitarbeiter vor, wir stellen Filialen vor, wir stellen Abteilungen vor, um quasi auf der einen Seite Transparenz zu schaffen, ein Verständnis füreinander. Aber auch mal so diesen Blick in die Schatztruhe oder den Vorhang lüften zu lassen, um einfach auch mal zu gucken, was machen denn die anderen Kollegen hier im Haus? Und du hast gesagt, dieses Wir-Gefühl stärken, wie macht ihr das? Also was für Anwendungsfälle habt ihr momentan in der App? Wir müssen noch mal, warte mal ganz kurz, Ja, Sina, wenn ich ich sehe es den auch Chat hier gerade. richtig sehe, dann bin nur ich zu hören. Ich schlage vor, solange das Problem nicht gelöst ist, sag mir nochmal deine Frage, dann wiederhole ich die Frage und antworte auch Das gleich. ist Dann gibt perfekt, es danke nicht dir. nur mich, sondern auch die Frage dazu. Perfekt, danke schön. Die Frage war, was macht ihr momentan mit der App? Also wie sind die Anwendungsfälle, mit denen ihr das Wir-Gefühl verstärkt und so diesen Effekt hervorholt? Also die Frage ist, welche Anwendungsfälle haben wir bei der Sparda Bank gerade aktuell mit der Web-App und welche Anwendungsbeispiele gibt es? Da haben wir zum Beispiel, also wie ich gerade schon sagte, wir stellen neue Mitarbeiter vor.
Bisher war das so, dass eine Mail ans Haus ging, dass die und die Kollegen eben neu sind oder eine Information auf quasi so eine statische Information an einer Stelle dastand. Wir rufen die Kollegen an, wir fahren vorbei, wir machen ein Kurzporträt, was machen die, wo kommen die her, was haben die vorher gemacht, welche Leidenschaft bringen die mit. Das haben wir, das Gleiche machen wir auch mit Filialen, um halt zu gucken, mein, so ein Mecklenburger, so eine Mecklenburger Sprotte hat andere Befindlichkeiten als eine Thüringer Bratwurst, sage ich immer gerne. Und diese regionalen Unterschiede, dieses ja doch sehr familiäre in den Filialen und die Vorteile, die die Kollegen auch in ihrer Zusammenarbeit sehen, genau diese Vorteile machen wir visibel. Wir zeigen einfach Geschichten, wir liefern Best-Practice-Ansätze. Wir haben auch der Vorstand beispielsweise, weil immer die Frage ist, ja, soll ich das lesen, soll ich es nicht lesen, was gibt mir das für einen Vorteil? Der Vorstand der Sparda Bank Berlin kommuniziert auch über Hallo intern, die haben eine eigene Rubrik und haben sich auch committed, dass es per Mail keine Informationen mehr gibt. Das heißt also, möchten die Mitarbeiter wissen, was der Vorstand sagt, welche Informationen es gibt, müssen sie die App nutzen. Also das sind so exklusive Inhalte, wo auch der Vorstand sagt und den Vorteil dieser Kommunikation für sich erkannt hat und die Kollegen eben auf diese Plattform zieht. Hast du da das Ja, das Gefühl, sind so. dass sich was geändert hat? Also in dem, wie die Mitarbeiter sich verhalten und zueinander verhalten? Also es ist ja eine sehr subjektive Sache in dem Sinne, aber manchmal hat man ja das Gefühl, dass sich die Kultur richtig verändert. Also für die, die immer noch nur mich hören, wiederhole ich die Frage nochmal, ob wir das Gefühl haben, dass sich in der Kultur, in der Kommunikationskultur, auch in der Reaktion der Mitarbeiter was verändert hat. Diese Frage kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Mitarbeiter bekommen heutzutage so schnell Informationen. Ein Beispiel, die Vertreterversammlung. Nächsten Tag gibt es die Zusammenfassung in der digitalen Mitarbeiterzeitung für jeden Mitarbeiter. Weiß nicht, aus welchen Häusern sie jeweils kommen. Das landet dann in der Mitarbeiterzeitung, die vielleicht 2 Monate oder 3 Monate später rauskommt und somit einfach nur noch veraltete Informationen bietet. Wir sind sehr, sehr schnell auch im Feedback. Der Dialog ist tatsächlich durch dieses Medium gegeben. Das nehmen die Kollegen sehr gut an und wahr. Und hier wird auch Tacheles geredet. Das ist herrlich erfrischend. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber so kommen wir tatsächlich schnell an des Pudels Kern oder eben auch die Informationen des Vorstands. Es spricht sich einfach rum, dass es in Hallo intern Informationen gibt, die es sonst nirgendwo mehr gibt. Und das ist tatsächlich kulturstiftend und fördernd und auch, dass wir Gesichter zeigen. Na, dass wir auch, die Kollegen können selber ihre Fotos einreichen. Für die Kurzporträts beispielsweise, das ist also alles kein Hochglanz, das ist manchmal aus der Hüfte geschossen und manchmal über- oder unterbelichtet. Aber genau das macht den Charme dieser Geschichten aus, weil es authentisch wirkt. Als Redakteur kriegt man manchmal Nackenhaare, wenn man das Fotomaterial bekommt. Aber gut, letztlich sind es die Beiträge über die Menschen, die auch am meisten gelesen werden. Also wir haben unsere eigene App natürlich auch und ich kann das auch bestätigen, das, was man halt von Kollegen liest und das, was man über neue Kollegen liest, ist natürlich auch immer das, was einen mal am meisten interessiert. Magst du noch kurz was zum Launch der App sagen, um nochmal ans Urgestein zu gehen? Wie habt ihr die App ausgerollt? Was sind da vielleicht Tipps, die du geben kannst? Tipps, die ich heute geben kann, ist oder aus der Erfahrung heraus, die ich selber gemacht habe, man kann es groß aufziehen, man muss es aber nicht. Wir haben dadurch, dass wir doch eine sehr stiefmütterliche Kommunikationslandschaft hier hatten, sind wir ohne jegliche Vorinformation ausgekommen. Das heißt, wir haben das letzte Mal E-Mail an alle eine Information geschickt, dass da was kommen wird. Dass jeder Mitarbeiter eine Einladung bekommen wird, Absender wird Stuffbase sein und dann solle man bitte einfach den Informationen dort folgen. Und dann sind die Kollegen tatsächlich sofort in der digitalen Mitarbeiterzeitschrift gelandet und der erste Beitrag, der quasi also der Top-Beitrag zum Veröffentlichungszeitraum war tatsächlich Hallo Mitarbeiterzeitung mit der Erklärung, was kann das, was soll das, wo geht die Reise hin?
Und das haben die Mitarbeiter ja war super tatsächlich. angenommen. Ja, sie kannten ja die Mail, sie kennen die Mail an alle. Sie haben gesehen, oh, da kommt was von der Unternehmenskommunikation. Und ja, das hat im Nachhinein viel besser geklappt, als man sich vorher Gedanken hätte machen können. Also nachdem ich jetzt andere Geschichten kenne von anderen Unternehmen, wundert es mich persönlich tatsächlich, dass es so gut gelaufen ist, ohne dass wir irgendwie Flyer, Geschenke, Präsente oder Veranstaltungen oder was auch immer. Man kann wahnsinnig viele Sachen machen, Filme, Videos, nichts dergleichen. Einfach live geschalten, Mail raus und ja. Und nach 5 Monaten hatten wir schon 85% der Mitarbeiter an Bord. Ja, ihr habt wirklich herausragende Ja, Zahlen bei eurer ja. App. Genau, ich Ich sehe sehe hier zwei gerade Fragen. die Genau. Fragen. Ja, ich würde direkt darauf antworten, mit wie vielen Mitarbeitern administrieren Sie die App? Es sind tatsächlich zwei. Zwei Kollegen neben mir, noch eine Mitarbeiterin. Es sind momentan aus der Unternehmenskommunikation die Kollegen freigeschalten, aber hauptsächlich machen es zwei, davon eine Person zu 80% momentan. Wie onboarden Sie die Mitarbeiter? Das ist erfolgt tatsächlich über eine E-Mail, in der dann der Link enthalten ist mit den Aufforderungen, was zu tun ist, mit Einloggen, Passwortvergabe. So, das ist super einfach. Ging auch ohne Probleme. Für den Tag selber hatte ich wahnsinnig Angst, weil 750 Leute auf einmal anschreiben. Wenn nur, weiß ich nicht, 10% davon Probleme beim Anmelden haben, hätte ich mein Telefon wahrscheinlich vergessen können. Aber es hat tatsächlich einen einzigen Anruf gegeben am ersten Tag. Also super easy. Haben Sie Staffbase mit einem Umsetzungspartner eingeführt? Welche Aufgaben erledigen Sie in-house und welche übernimmt der Partner? Die Ausgestaltung, wie Sie Staffbase, wie Sie die App nutzen, machen Sie tatsächlich ausschließlich mit Staffbase. Also wir haben halt auch geschaut, was sind unsere Anforderungen, was sind unsere Wünsche, was muss erfüllt sein, welche Vertragsbedingungen sind auf Bankseiten gefordert und auch da hat Staffbase mit uns zusammen als erste Bank tatsächlich auch viel lernen dürfen. Wir wiederum auch von Staffbase eine ganze Menge. Insofern, es gibt keinen weiteren Partner dazwischen. Haben Sie keinen Mitarbeiter außerhalb IT-Landschafts, also Mitarbeiter ohne E-Mail-Adresse? Nein, tatsächlich, jeder Mitarbeiter der Sparda Bank Berlin hat eine E-Mail-Adresse. Das ist wahrscheinlich Luxus, erleichtert, also hat uns den Launch natürlich enorm erleichtert. Ja, Wir und haben ist auch aber auch, Bedingung, das heißt also. Entschuldigung, Nancy, wir haben aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, Mitarbeiter ohne E-Mail-Adresse onzuboarden. Da komme ich im Nachhinein nochmal per E-Mail auf Sie zu. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, weil es natürlich bei vielen unserer Kunden so ist, dass die Mitarbeiter keine E-Mail-Adresse haben und dann nicht an Ja. einem Schreibtisch sitzen. Da steht ihr Genau. tatsächlich, habt ihr den klaren Vorteil. Aber da haben wir viele Möglichkeiten, da kommen wir auf E-Mail, per E-Mail auf Sie zurück. Möchte wissen, wie sieht dein Mitarbeiterprofil aus? Das ist tatsächlich von uns vorgegeben, also Name, Funktion, Standort. Das ist soweit vorgegeben. Habe ich auch so eingestellt, dass es nicht veränderbar ist. Liegt aber tatsächlich eher darin, dass unsere Mitarbeiter alle wahnsinnig kreativ sind. Und dann macht halt wieder jeder, was er will. So sind die Leute aber einwandfrei zu identifizieren und hat tatsächlich auch den Vorteil, dass wir keine anonymen Profile zulassen wollten, ja? Weil wir der Meinung sind, hier darf jeder seine Meinung sagen, hier soll jeder seine Meinung sagen und hier kann auch jeder seine Meinung sagen, dann aber bitte mit Klarnamen, damit das für alle fair ist. Auf welchen Geräten kann die App installiert werden? Auf allem, was Sie so in der Tasche haben oder bei Ihren Freunden in der Tasche wissen. Bin mobil, sowohl Android als auch Apple. Jawohl, exakt für beide Betriebssysteme und alle damit verbundenen Geräte. So, die Möglichkeiten für Mitarbeiter ohne PC-Zugang würden mich interessieren. Ist es möglich, dass ich dazu eine E-Mail bekomme? Ja, schicken wir Ihnen. Ist überhaupt kein Problem. Kommen meine Kollegen normalerweise direkt nach dem Webinar. Also ich denke, innerhalb der nächsten 2 Stunden sollten Sie da alle Antworten haben. Nur
News online gestellt werden, die an alle Mitarbeiter gehen, oder gibt es auch regionenspezifische? Was Sie mit der App tatsächlich machen können, ist zielgruppengerichtete Kommunikation. Also wir haben einen Kanal für Führungskräfte, wir können Kanäle schalten für Regionen. Da ist wahnsinnig viel Musik drin und kann tatsächlich auf Ihre Anforderungen angepasst werden. Werden die Mitarbeiter manuell gepflegt? Gibt es eine Schnittstelle am System der SPADA? Also eine Schnittstelle ins Banksystem direkt gibt es nicht, aber die Personalintegration haben wir über eine CSV-Datei geregelt, die wir in regelmäßigen Abständen von der Personalabteilung zur Verfügung gestellt bekommen. Dadurch wird sichergestellt, dass Kollegen, die frisch an Bord gesprungen sind, automatisch eine Einladung erhalten und Kollegen, die uns verlassen haben, der Zugang gesperrt wird. So, haben die Mitarbeiter Zugriff von privaten Geräten? Ja. Haben die Kollegen, und das ist bei uns ja optional, weil ja jeder einen Rechner hat, der Vorteil liegt darin, dass die Kollegen dort über die Push-Nachricht ein Signal bekommen, wann ein Beitrag erschienen ist, wo er erschienen ist, zu welchem Thema, und haben dann die Möglichkeit, halt für sich zu entscheiden, wann lese ich das, wann habe ich Zeit, will ich das auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zur Arbeit lesen. Zumindest wissen Sie, da ist was und können dann gezielt nach den Informationen schauen. Werden auch am Wochenende Push-Nachrichten versendet? Nein, das nicht, und auch ganz bewusst, weil wir von Anfang an die Kommentarfunktion freigeschalten haben. Und wenn es eine Reaktion gibt, ist unser Anspruch auch schnellstmöglich zu reagieren. Und deswegen werden Beiträge tatsächlich ausschließlich am Wochenende veröffentlicht. Haben Sie Schnittstellen zu Gehaltsabrechnung, Urlaubanträgen und so weiter integriert? Nein, diese Schnittstelle ins Banksystem haben wir nicht, ganz bewusst aufgrund des Migrationsprojektes. Also das heißt, der Wechsel unseres Rechenzentrums haben wir deswegen erstmal nur eine digitale Mitarbeiterzeitung. Nutzen wir dieses Feature als digitale Mitarbeiterzeitung. Es ist aber mehr möglich. Nur momentan macht es keinen Sinn, eine Schnittstelle in die Bank zu legen, die sich ja tatsächlich verändern wird. Ich kann ja kurz gleich zu beiden da was sagen. Und zwar Ja. haben wir bei anderen Kunden es aber schon so, dass die HR-Sachen verwirklichen. Und zum Beispiel bei Viessmann ist es auch so, dass die eine SAP-Integration haben. Also diese Integrationen gibt es schon und sind auch in der Arbeit. Also wenn Sie da Interesse haben, gibt es das auch. Die Staffbase-Lösung für alle Mitarbeiter kostet pro Monat, das ist immer unterschiedlich. Ich sag jetzt mal du, weil ich nur einen Vornamen habe. Du kannst gerne auf unserer Website gucken. Unter Pricing kannst du dir das genau einstellen. Also wir sind da ganz transparent. Da kannst du einfach einstellen, wir haben 500 Mitarbeiter und dann wird dir angezeigt, wie viel das Ganze kostet. So, was gucken wir? Pushen Sie während der Arbeitszeit oder zu speziellen Zeiten? Ich habe es mir angewöhnt, vor Arbeitsbeginn die Beiträge zu veröffentlichen, um so ein Stück weit Regelmäßigkeit auch für die Kollegen zu bekommen, die eben nicht über Push benachrichtigt werden, sodass man halt weiß, okay, wenn ein neuer Beitrag ist, dann gucke ich halt, wenn ich auf die Arbeit komme oder dorthin, naja, Quatsch, für die, die am Rechner sitzen, das gilt ja nur, dann gucke ich halt rein und weiß, wenn ich jetzt sofort nichts sehe, dann ist heute nichts erschienen, um eine Regelmäßigkeit zu haben. Gibt es Ad-hoc-Nachrichten, werden die natürlich auch, egal wann, am Tag veröffentlicht. Was gibt es noch? Wie lange war der Vorlauf bis zum Live-Gang? Es waren 5 Monate, bis wir live schalten konnten. Hatte einfach datenschutztechnische und Restriktionsgründe. Sonst, glaube, wenn wir keine Bank gewesen wären, wäre es schneller gegangen. Das hat aber tatsächlich nur mit den Systemen zu tun. Wie erhalten Sie die Informationen, die Sie in der App kommunizieren? Oh, in unserem Haus ist so viel los, dass man manchmal gar nicht weiß, was soll man zuerst kommunizieren, muss dann natürlich aber entscheiden, ist es wirklich für alle relevant oder betrifft es nur eine bestimmte Zielgruppe? Und wenn ja, generell, was kann ich aus dem Thema überhaupt machen? Erhalten Sie Zuarbeit von anderen Mitarbeitern? Ja, noch nicht so, wie es sein sollte. Der Plan ist, und das geht so ein bisschen Zukunftsmusik, dass wir das Redaktionsteam ausweiten, dass wir aus jeder Region lokale Redakteure haben, um tatsächlich auch zielgruppengerechte Kommunikation weiterzuentwickeln und stärker auszubauen und natürlich auch noch viel größeres, Themenrepertoire haben. Pushen Sie auch per E-Mail? Nein, auf gar keinen Fall.
Genau diese Funktion möchte ich ja eben mit Hallo intern abschaffen. Mein Ziel ist es, E-Mail an alle für unser Unternehmen zu eliminieren. Bei uns hat 2 Wochen gedauert. Jetzt bin ich neidisch. Also wir sagen immer von unserer Seite aus her 6 Wochen, einfach weil es relativ viel geklärt werden muss im Sinne von, wie soll die App aussehen, was möchtet ihr da drin haben, dann muss das im Apple Store oder im Google Store durchgehen und da haben wir immer einen Puffer bei 6 Wochen, aber viele Projekte brauchen da länger, einfach weil es sehr viel zu klären gibt rund um das Thema. Also 5 Monate bei euch, Nancy, ist eigentlich schon schnell. Brauchst du eigentlich nicht neidisch sein. Habt ihr schon super gemacht. Ich selber hatte einen Monat vor, aber dann kamen tatsächlich die speziellen Anforderungen der Org-IT, der Datenschutzbeauftragten, der Informationssicherheitsbeauftragten. Das war so eher meine große Baustelle. Andere Unternehmen haben den Betriebsrat, aber der war bei uns tatsächlich von Anfang an an Bord. Ja. Und Da die gab es immer eine. Systemintegration von SAP und Co. Ja, das ist wirklich, finde ich selber wahnsinnig spannend, weil ich weiß, dass andere Unternehmen wie Fissmann, die lösen ihr bisheriges Intranet ab, wäre auch ein Zielbild für mich, wobei hier nichts abzulösen gilt, weil wir nichts haben. Aber tatsächlich ist meine Vorstellung, Hallo intern oder die App von Stuffbase zu einem voll funktionsfähigen Intranet auszubauen. Ja, bei Fiesmann sieht man auch schön, die haben das halt zu einem ganzen Kommunikationshub gemacht und genau dieser Gedanke, den verfolgen wir auch und der vieler unserer Kunden und das sehen wir auch, dass das am erfolgreichsten ist, dass man die App als Eingang zu allen Informationen im Unternehmen hat. Wenn keine Genau. Fragen sind, hätte Wir ich sind noch immer eine offen. Frage und zwar, haben wir schon ein bisschen so angeschnitten, was ihr in der Zukunft machen möchtet. Kannst du da noch kurz was zu sagen, also wie ihr die App weiterentwickeln möchtet? Ziel ist es, tatsächlich eine Intranet-Lösung für unser Haus daraus zu machen, also weitere Features dazu zu schalten, die Schnittstelle in die Bank hinein zu bewerkstelligen, um einfach halt die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, zu nutzen, noch stärker zu nutzen. Das heißt, Formulare, Arbeitsräume und. Also Sachen, die ich bei Fissmann und Co. schon gesehen habe, die das Zusammenarbeiten, eine Kollaboration wirklich entspannt, einfach und auch wirklich sehr pragmatisch machen. Dann gab es noch eine Frage, was waren die Details, um datenschutzrechtlich einwandfrei zu sein? Diese Frage, das sind die typischen Befürchtungen, die ein Datenschutzbeauftragter hat und die auch der Betriebsrat hat. Hier waren die Fragen, sind einzelne Mitarbeiter nachverfolgbar, werden die Kommentare, die einzelne Mitarbeiter geben, gesammelt und dann gegen ihn verwendet. Diese Befürchtungen oder weitere konnten wir schnell abwenden, weil letztlich, so wie wir Stuffbase momentan nutzen, ist es eine digitale Mitarbeiterzeitung, die nichts anderes als eine geprintete Mitarbeiterzeitung, das heißt Informationen, die geheim sind und in keinster Weise irgendwo kommuniziert werden dürfen, werden Sie dort auch nicht finden. Ja, und Informationen zu Mitarbeitern werden nur die veröffentlicht, mit denen die Mitarbeiter auch einverstanden sind. Wenn es dazu aber noch Jetzt detaillierte Fragen gibt, gerne an Stuffbase, an Sina schicken, die leitet das genau. weiter und dann können wir gerne Kontakt aufnehmen und Der Plan ist auch im neuen Jahr gucken ein wir. Webinar spezifisch zu Datenschutz zu haben. Ich denke voraussichtlich im März, aber das bekommen dann auch alle nochmal per E-Mail. Wir wissen, dass das ein großes Thema ist und versuchen da auch was auf die Beine zu stellen. So, das Löschen von Beiträgen und die Verweildauer von Beiträgen bin ich mittlerweile von der Ursprungsidee weg. Die Ursprungsidee war, hinten im Desktop immer oder Quatsch in der Administration immer aufzuräumen. Es ist tatsächlich, viele Beiträge haben, aus vielen Beiträgen ist eine Serie geworden und hier werden die Beiträge einfach so gelassen und archiviert. Gelöscht wird wirklich nur, was Unterhaltungswert hatte oder an der Stelle einfach auch nicht mehr aktuell ist. Und man sagt, das kann man weder jetzt noch später verwenden. Das wird tatsächlich gelöscht. Ansonsten bleiben die Beiträge dort drin, bis das Internet voll ist. Ja, mit Blick auf die Zeit sind wir fast durch. Wenn es noch Fragen gibt, dann können Sie die gerne noch stellen. Wenn wir Fragen übersehen haben, dann kommen wir halt, wie gesagt, im Nachhinein auf Sie zu.
Das nächste Webinar findet im Februar mit unserem Partner Carmen Rossi statt. Da soll es um die Zukunft des Mitarbeitermagazins gehen, was ja auch ganz gut hierzu passt. Nancy, an dich nochmal tausend Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, Dankeschön. Ich zeige nochmal hier euer cooles Bild. Ich danke Ihnen auch für die Teilnahme. Danke dir nochmal, Nancy. Gerne, danke, tschüss. Ciao!